Michel verloren, weil Michel den Rennradfahrer verfolgen wollte und dann die Route nicht mehr verfolgt hat. Er konnte es nicht einsehen, ihn gehen zu lassen. Wo müssen wir abbiegen? Michel, hinweg. Maria und ich sind den richtigen Radweg lang gefahren. Michel ist jetzt irgendwo im Nirgendwo und kommt dann irgendwann hoffentlich auf ihr an. Servus Leute und willkommen zu Teil 2 der Alpenüberquerung. Ihr wisst vielleicht noch vom letzten Video, ich bin verloren gegangen. Die zwei haben sich aber nicht weiter um mich geschert, haben ein kleines Kaffeekränzchen gemacht, während ich die Gegend ein bisschen abgecruised bin. Hab sie relativ schnell wieder gefunden und die Tour konnte weitergehen. Viel Spaß beim Anschauen. Folgendermaßen, ich bin gerade von der österreichischen Polizei hops genommen worden. Die beiden waren, also ich hab gedacht, ihr seid erst irgendwo anders abgebogen. Das habe ich kurz nicht gesehen, weil ich kurz in der Ecke getrennt war. Ja. Aber hab euch dann wieder gesehen und bin halt ein bisschen schneller hinterher gefahren. So. Ja. Und anscheinend habe ich irgendwann mal die Hände vom Lenker gedacht, das ich gar nicht wahrgenommen habe. Seitdem ich auf dem Fahrrad liegen, niemand war da, keine Ahnung. Ich habe halt irgendwie in der Gegend umgeschaut, fahre ich einfach freihändig. So, dann war einfach dieser Polizist vor mir, ich trieb noch so in die Bremsen, schlitt da vor dem irgendwie so rein. Servus. Also, können Sie sich vorstellen, wie Sie sich anhalten, bla bla bla, Hände freihändig fahren, kein Licht vorne, solche Sachen. Dann habe ich jetzt 20 Minuten mit dem geredet, hat er mich gehen lassen, das ist ja nett von ihm. Genau, ja, keine 20, 5 wahrscheinlich, aber. Fühlt sich an die 20. Ja, genau. Geil. Oh, das ist ein Picknickdecke oder was? Wie oft denn noch? Ich hab noch eine. Du hast die Kissen drin. Ja, es gab noch gratis dazu. Lass uns jetzt unsere Isomatte. Wer schleppt es? Was willst du da machen? Das Fahrrad ist voll, Mann. Ja, das passt doch schon noch drauf. Die geht noch gut zu kombinieren, die ist leicht. Und dann rein dann bitte Wasser drin. Die ist leicht, ja, klar. So. Ja, okay. Ja. Aloha! Hola! Also, es ist dunkel. Alle Läden in Österreich machen um 7 Uhr spätestens zu. Auch Primark, genau. Ich habe mir eine Strandmatte gekauft als Isomatte. Arschgeiles Ding. Richtig, richtig gut. Ich gebe euch morgen den Rest vor. Und Michael, wenn der eine Strandmatte einmal betritt, der wird zahlen bis zum Nikolaustag. Genau. Und ja, wir fahren jetzt im Berg im Dunkeln in den höchsten Anstieg hoch. Das Ding ist halt, jetzt geht erstmal die nächsten Kilometer. Genau, die nächsten 80 Kilometer. Ja. Nice. Ja. Also, ready, steady, go! Lichter sind natürlich auch montiert. Ja, eins auf drei Personen. Ah, und Lichter habe ich auch da. Ja, ein Set. Ich fall zurück. Ja, ich fall zurück. Buenas tardes, amigos. Das ist noch ein Schlafplatz hier, die Hängematte. Hinter dem riesen Felsen, der ist wirklich groß. Wenn der runtergerollt wäre, wäre ich tot danach, aber ich bin froh, dass ich noch lebe. Und dann die anderen schlafen auf einer Weide. Da ist übrigens auch Strom drauf, haben wir alles hier getestet. Und ja, jetzt packen wir alles wieder zusammen. Es ist jetzt 9.44 Uhr. Ich hoffe, diesmal kriegen wir es alles ein bisschen schneller hin. Letztes Mal hat es ein wenig gedauert. Genau, dann suchen wir noch einen Supermarkt. Ein bisschen Essen haben wir noch. Und dann bis später. Morgen. Wir haben übernachtet vor dem Ausblick. Also, ein bisschen genau. Genau. Die Nacht war deutlich besser als die letzte, muss man ehrlich sagen. Es war deutlich wärmer. Und diese Strandmatte ist wirklich 10 von 10. Die hat so gute Outdoor-Fähigkeiten. Michel ist skeptisch hoch 10, aber ich glaube, wenn ich die Wahl zwischen der Isomatte, die ich nicht hatte, und der Strandmatte gewählt hätte, hätte ich die Isomatte genommen, aber die Strandmatte trotzdem hart gut. Genau. Ja, und sonst ich glaub, gestern Nacht in Innsbruck. Nee, die gebe ich noch zurück in Innsbruck. Hier, danke. Genau, wir sind gestern Nacht in Innsbruck dann nochmal irgendwie noch den nächsten 100 Höhenmeter wahrscheinlich über die Luft gefahren. Ich glaube, das ist weniger. Ja, also es war auf jeden Fall echt steil und echt dunkel und wir hatten zwei Lichter auf drei Fahrräder
Und genau, also war so eine war sehr, sehr spektakuläre Aktion auf jeden Fall. Wie wir auch irgendwie angehoben. Gar nicht mehr so häufig. Sechs, sieben Mal so ungefähr auf der Strecke. War in Ordnung. Genau. Dann sind wir auf dieses Privatgelände, weil wir haben gesagt, okay, weiterfahren geht nicht mehr. Es war arschdunkel und kalt und alles. Und dann haben wir so, okay, ab aufs Privatgelände. Wir sind dann im Dunkeln über so einen Privathof gefahren, um auf hier irgendwie so einen Feldweg zu kommen. Und dann sind wir aber auch eine richtig geile Kuhweide gefahren. Ja, aber zum Glück ohne Kühe. Ja, genau. Mit zum Strom. Glück, leider. Ja, aber mit Strom. Mit Strom, was Michael rausgefunden hat. Der hatte so viel Bock danach nochmal. Genau. Nö. Und sonst, das war so unsere Nacht. Meine Strandmatte war überragend. Und das Zelt war einfach schön, weil Maria und ich haben so gut geschlafen heute Nacht. Ja. Ich bin eigentlich ins Bett gekommen. Ich auch. Eingeschlafen. Genau. Mich interessiert keiner an der Stelle. Du hast vor einem Todesfalle geschlafen. Oh ja. Musst du erklären. Aber habe ich schon vorhin. Ach so. Ah ja. Ja. Wie lagst du ohne uns? Ich habe einmal... Ja. Es gibt kurz Schläge. Kurz. Aloha! Hallo! Also, wir updaten. Michel ist nämlich unterwegs. Jemandem ist der Reifen geplatzt. Wir sind reifenlos, also ich. Genau. Aber also, Glück im Unglück so ungefähr. Also der Mantel ist auch mit geplatzt. Also es ist nicht nur der Reifen, sondern der Mantel ist auch, es ist sogar ein Riss drin. Also, ja, das war so ein Schuss. Also wir fuhren da so und so und es hat halt die ganze Zeit so gequietscht. Und Maria und ich dachten, es ist schon... Und dann wollte ich gerade reinfahren, um zu gucken, was da los ist. Und in dem Moment hat es geplatzt. Ja, genau. Und wir haben jetzt überlegt, ob wir das noch irgendwie aufwendig flicken und so, aber wir wollen halt heute eigentlich schon noch ein bisschen was schaffen. Ja, vor allem, das wäre halt alles keine Dauerlösung. Also selbst wenn wir den Mantel, also Michel hat noch einen Mantel, ja, weil er vor ihm auch schon was kaputt gegangen ist, aber wenn wir den Mantel flicken würden von innen und dann noch den Schlauch zusätzlich, kann gut gehen, muss aber nicht. Ja, genau. Deswegen, ja. Deswegen, Michel ist jetzt unterwegs und holt noch einen Reifen. Genau. Und dann bauen wir den ein und fahren heute hoffentlich noch auf jeden Fall bis nach Italien rein. Ja, so das ist der Plan. Genau. Bozen ist noch nicht ganz klar, aber Italien auf jeden Fall. Genau, und bis dahin liegen wir in so einer Einfahrt rum und laden unsere Geräte. Genau. Genau, ja, das war's. Wir sehen uns später. Tschüss. Ja, ich fahre jetzt wieder 3,4 Kilometer heim und dann geht's weiter, hoffe ich. Und diesmal ohne Platte. Hart anstrengend in den Alpen zu fahren mit Gepäck. Über uns ist der Brenner, beziehungsweise über mir. Da kommen wir gleich. Wir sind gerade ziemlich weit aufgefahren. Das ist unsere letzte Auffahrt eigentlich so richtig. Danach geht's mehr oder weniger nur bergab nach Bozen. Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, was wir machen, ob wir nach Bozen reinfahren oder vielleicht doch irgendwo anders hin, weil dann die Zugverbindung heimwärts ein bisschen billiger ist. Müssen wir mal schauen. Ja, ansonsten, der Jonas quält sich, glaube ich, ziemlich ab mit seinem Tracking-Bike oder was das ist, weil der einfach eine Nabenschaltung hat und die Gänge sind einfach riesig. Ich bin vorhin mal bestimmt 15 Kilometer gefahren. Also auf der flachen Ebene geht's, aber wenn man dann die Berge rauf muss, ist er echt richtig hart. Also großen Respekt an dich, Jonas. Go, 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 go! Okay, oh damn. Das hat echt hart anstrengend, muss man schon sagen, ja. Immer noch niemand. Dann dieser ewig lange Aufzug, wo ich halt nicht schnell bin mit dem Rad. Und ich da jetzt irgendeine halbe Stunde hochgequält habe. Irgendwo steht irgendwie und da habe ich ganz hinten so einen roten. Also ob es jetzt Einbildung und Wohlwollen ist oder nicht. Naja, fahren wir bis ganz da oben. Dann war das Rad immer noch nie und dachte mir so, okay, jetzt. Kaffee. Und jetzt
gehst rein und rufst sie an. Und dann stand sie da. Okay, wir sind in Italien angekommen. Da steht's. Italien! Oh. Genau. Eine Sache wollte ich noch sagen. Da vorne ist irgendein Bahnhof, der ist auf 1370 Metern, finde ich ziemlich krass. Das ist schon geil. Richtig geil eigentlich. Und da ist ein Autoladen und ein Parkhaus, das direkt auf der Grenze ist. Was ich super interessant finde, der Brenner ist ja super befahren und alle, also jede Menge LKWs werden hier auf Schienen geladen oder abgeladen. Und dann sozusagen irgendwie von Italien bis hier oder von hier bis nach sonst irgendwo halt mit Schienen gefahren. Und ich gucke nur hoch und sehe so LKWs an denen vorbeiziehen und ich so, wieso fahren die denn also schnell, wieso fahren sie rückwärts? Genau, ja. Ja, genau. Das ist crazy. Das ist crazy. Ich muss jetzt ein kurzes Update machen. Es ist 19:47 Uhr. Servus, ich habe ein geiles neues Jackett gekauft. Richtig geil. Wir waren hier gerade im Outlet, haben uns illegalerweise ein bisschen länger aufgehalten und wurden raus. Oh, das ist 19:30 Uhr. Jetzt geht's weiter nach Sterzing, ne? Da haben wir, also wollten wir mal schauen, ob es ein Hotel gibt. Nur eine Person? Es gibt ein Hotel. Ja, es gibt ein Hotel und wir gehen da wahrscheinlich auch rein, das ist ein Schweinhotel. Wir haben noch mehrere Möglichkeiten. Erstens, wir nehmen ein Zimmer und zwei Leute schreiben sich ein. Aber das ist nur möglich, wenn ein Erdgeschoss ist. Oder wir nehmen Zweierzimmer. Und ich tue, sonst hätte ich Höhenangst, deswegen für das Erdgeschoss bleiben. Alter, die zweite Infantil-Budget ist die erste, nur weniger illegal. Ja, genau. Und dann die dritte Möglichkeit. Ja, nee, das war's. Und der Jonas kommt nicht in die Gänge, deswegen dauert er. Ich plane die Rückreise die ganze Zeit. Niemand tut hier irgendwas. Alle denken, man kommt so von Zauberhand zurück nach Deutschland. Ich darf nie die ganze Zeit mit der scheiß Deutschen fahren. Okay, er macht doch vielleicht was. Ja, jetzt geht's auf jeden Fall los. Es wird sehr schnell dunkel, deswegen mache ich so eine Hektik. Bleib die ja länger an. Dann gehen wir mal drauf. Die Kamera drückt drauf. Ah, hell. Hey. Michel. Okay, wo stehen wir gerade? Ja. Also wir sind nicht viel weiter bekommen. Wo sind wir? 10 Kilometer vom Brenner entfernt. Wir waren noch schon. Genau. Und 10 Kilometer vor Sterzing. Wo wir hinwollen. Also wir wissen nicht, ob wir im Hotel schlafen oder ob wir uns reinschmuggeln. So ganz genau ist die Planung da noch nicht ausgereicht, aber wir haben Sterzing in den Kopf gesetzt. Aber noch keinen Plan, wie wir morgen zurückkommen. Egal. Und Maria und ich haben richtig Speed gegeben. Und eben ist Michael in die Tasche abgerissen. Und Maria meinte so, fahrt weiter, Maria und ich. Und wir waren echt schnell. Es waren weit über 30, denke ich. Und genau, und es ist ein wunderschöner Fahrradweg. Ich habe noch nie im Leben so einen schönen Fahrradweg. Insert Clip hier. Gut, Michel braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Wow, geil! Hui. Genau, und es geht durch die Alpen und es geht bergab, also alles, was man haben will. Es ist Nacht und wunderschöne Wolken und bla bla bla. Aber Michel kam nicht. Wirklich, wir sind gefahren, haben es mitbekommen. Ja, wir haben es ja noch mitbekommen. Er ist über so eine Brücke gefahren und hat fast Maria und mich erschlagen. Und das ja, das stimmt. Das Ding hier abgerissen, die Haken sind jetzt komplett ab. Ich kann es nicht mehr an den Gepäckträger ranhaken. Deswegen wir haben das hier jetzt professionell befestigt. Spanngurten befestigt. Wirklich, egal welches Problem ihr habt, Spanngurte. Ducktape und Spanngurte, die fixen alles. Genau. Ich habe das Zelt und die Fahrtasche kurzzeitig mal unterm Arm gehabt. Das war aber ein wenig schwer. Dann habe ich das Zelt mehr oder weniger hinten befestigt und die Fahrtasche mit dem Kinn hier vorne schön gehalten. Und das waren meine letzten 10 Kilometer. Oh Gott. Sehr schön. Ja. Genau. Maria und ich hatten eine nice Fahrradtour. Ja, sehr gut. Ich hätte gerne den Fahrradweg auch genossen, aber... Genau, und jetzt fahren wir weiter nach Sterzing und schmuggeln uns ins Hotel. Servus. Hallo. Servus. Also, wir sind im Hotel. Wir haben praktisch die ganze Zeit geweint, damit uns Leute reinlassen, haben eine richtig geile Pizza gegessen. Ein bisschen zu viel Saft. Maria hat das Problem des vielen Flüssigkeit auf der Pizza gelöst, indem sie einfach eine Serviette draufgelegt hat. Virus. Kann ich empfehlen. Hat uns umgebracht. Genau. Und die anderen beiden sind super unhilfreich bei der Planung. Was? Ja, daneben. Michel spiele und Maria bestätigt mir nur Dinge, die ich die ganze Zeit sage. Hallo, hier ist eine Quarktasche. Genau, auf jeden Fall fahren wir jetzt morgen mit dem Zug irgendwie nach Bayern in irgendein Kaff, mitten im Wald, noch nie gehört. Ey, wir sind da durchgefahren. Echt? Ja. Ah, mit dem Fahrrad? Ja.
Sowas von. Und fahren dann vom Mittenwald mit dem Bayern-Ticket zurück nach Bayreuth. Das heißt, Bayern-Ticket, kein IC, nur RBB und Bummelzüge. Das wird 1A. Genau, und wir haben ja sogar eine Dusche. Das ist cool. Ich finde, dieses Bad ist im Allgemeinen so alt, dass es wieder cool sein könnte. Ja, die verkaufen sie sich mittlerweile, als sie haben so gemacht. Ja, ich meine, wenn die ein bisschen ein anderes Management hätten, könnten die sowas für sau viel Geld wegkriegen. Ja, das ist das Zimmer. Also, das soll ein Luxus, die werden ja keinen Profit machen. Genau, nee, unsere erste leichte Nacht im Hotel. Ja. Wir haben uns gestern noch eingecheckt. Wir wollten erst nicht reinschmuggeln, aber ich wollte keine Straftat begehen, nur weil er im Restaurant saß. Weil die Menschen hier Essen gegessen hat. Warum bin ich die Person, die sich reinschmuggeln soll? Du bist Fidel Castro in Person, guck dich an. Du bist der Liam Sadam des Ostens. Naja, auf jeden Fall, da gibt es ein Buffet. Minimal überladen. Aber das schaut immer nur geil aus. Yes. Oh, genau. Und. Ja. Ich freue mich jetzt einfach aufs Essen. Das wird so ja, gut. Mann. Wir müssen jetzt beide. Oh. Der Challenge zumindest. Michael, das läuft. Das läuft. Ah, bring mir noch was mit. Kann man eh so laufen machen. Mhm. Also. Es ist jetzt so. Michel bereut seine Entscheidung, laktoseintolerant zu sein. Ja. Was sagst du dazu? Wenn er Käse ist, dass wir hier in Gossensaß aufhören. Das ist unser Zielort. Ja! Juhu! Mit dir. Ja, genau. Hier ist einfach eine günstige Anbindung nach zu Hause. Die günstigste. To be honest. Weil wir sonst unsere halben Life Savings und unser Firstborn Child losgeworden werden. Und das haben wir gerade nicht vor. Genau. Korrekt. Außerdem sind die Fahrradtaschen von Michel abgefallen. Ich glaube, das haben wir auch noch nicht gesagt. Doch. Okay. Die sind abgebrochen und das ist halt echt mies, wenn wir so weit fahren. Aber das ist eigentlich eine Ausrede. Eigentlich können wir weiterfahren. Aber Maria muss zu Hause. Maria muss nach Hause. Und umso weiter nach Italien reisen. Du musst auch nach Hause. Jetzt, ich gehe nur saufen. und so weiter, also das ist auch sehr wichtig. Ich muss nach Hause. Also, und umso weiter wir nach Italien reinfahren, umso teurer wird es. Ja, das ist das Problem. Ja. Und jetzt werden es noch ungefähr roundabout 60 bis 80 Kilometer. Geht aber nur bergab. Also praktisch haben wir es geschafft. Also mehr oder weniger haben wir es eigentlich geschafft, ja. Wir würden jetzt halt mehr oder weniger die Alpen ausrollen. Genau. Und nicht so wie gestern 86 Kilometer den Berg hochfahren mit 1500 Höhen. Und guten Morgen zu Teleshopping. Ich muss leider sagen, dass mich der Putzter Paprika-Rupp-Frischkäse nicht überzeugt hat. Es hat einfach, also die Konsistenz, wenn wir es hier anschauen, ist schon mal, schaut sehr chemisch aus. Und es schmeckt auch leider nicht viel besser, muss ich sagen. Also, es gibt auch geile chemische Sachen, muss man sagen. Ja, das stimmt, aber das eher weniger Kaufempfehlung. Ja. Sehr gut. Und also wir sind jetzt angekommen beim Brenner und sind erfolgreich schwarz gefahren mit den Fahrrädern. Und ja. Und wir haben uns sogar mit der Schaffnerin oder was auch immer das war unterhalten, aber die wollte so Karten nicht sehen, das war richtig nice. Das war so gut. Ja. Es kostet 2,50 pro Person zum Brenner von Gossensaß. Aber 7,50 pro Fahrrad. Weil es ja so Südtirol Tagespass gibt. Ja. Und danach scheiße noch Fahrrad. So, wir stehen hier. Ja. Beim Zug. Ja. Am Nutzen. Der Jonas ist ganz da hinten und kauft jetzt noch Tickets für uns. Allerdings hat er nur noch 4 Minuten. Das wird, glaube ich, fast nichts mehr. Mal schauen, ob wir es noch schaffen. Aber bisher hat alles ganz gut geklappt. Wir sind einmal falsch gefahren, aber zu unseren Gunsten. Und ja, jetzt sind es noch ungefähr. Fahrrad noch nicht hergekommen. Ja, wir sehen uns gleich. Okay, wir haben den Zug übrigens erwischt. Jetzt sind wir in München. Weiter geht's nach Treutlingen oder sowas. 17.34 Uhr geht's weiter. Wir müssen nach links.
Ich bin verantwortlich. Das fühlt sich ganz komisch an. So, go! Also erstmal, wer seid ihr? Ich bin der Moxi. Ich bin der Paul. Sehr schön. Also, Freunde, wir stehen in Regensburg am Bahnhof. Ja. Es ist 21:03 Uhr. Und genau, wir mussten jetzt hier aussteigen, leider, weil der Zug irgendeine Art von Schaden hat, was wir nicht genau wissen. Nein. Und wir haben Bier geholt. Ja. Genau. Ja. Und Michel hat Schokomilch bekommen. Laktosefrei. Laktosefrei Schokomilch. Das war ein Aufwand in München. Ich sag's euch. Wirklich. Maria und ich, wir haben die Hälfte der Zeit dieses Zeit in Rewe verbracht, um Schokomilch zu finden, die laktosefrei war. Eine Stunde am Bahnhof. Wir haben für dich Schokomilch geholt, die laktosefrei war. Und die Leute im Laden wussten es nicht. Genau. Naja, auf jeden Fall. In einer halben Stunde geht's weiter. Ja, zwei Stunden. Und vielleicht sind wir so gegen 11 in Bayreuth. Genau. Sehr schön. Tschüss. Sweat, baby, sweat, baby, sex, 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 drop me in your knee and you kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants and I bet you feel nuts. Yes, I'm so, yes, I'm Ebert and you're getting two thumbs up. You've had enough of two and touch you want it rough. You are the bones, I want you smaller, want you cover like my waffle house has sprouts. Coming with tactics, never reaching effects, just like over socks, you're getting inclined. Make me rise an hour early, just like daylight saving times. You and me, baby, ain't nothing but marathon lights. Do it like we do on the Discovery Channel. Do it again now. No, you and me, baby, we ain't nothing but marathon lights. Do it like we do on the Discovery Channel. Getting horny now. No. Love, keine Jugendliche, kam jetzt, scheiße. Das ist früh dann. Aloha! Jawohl, wir sind in Bayreuth angekommen. Es ist 0 Uhr 2. Ja, wir unser Bayern-Ticket hat bis zum Rest gereicht. Auf die Minute, das war, ich glaube, die haben wirklich Minus mit uns gemacht. Ich bin ein T-Shirt-Reicher. Genau. Ja. Abi. Genau, weiter im Text. Auf jeden Fall, wir sind jetzt seit wie lange in Zügen? 13 Stunden. Oh shit, wenn hier nicht mehr. Sorry, genau. Pass auf, wenn hier nicht mehr. Ah ja, das ist also wichtiger. Maria ist raus. Maria ist raus. Genau, nee, es war eine wunderbare Fahrradtour und der Rückweg war einfach ein Erlebnis. Ihr müsst euch die letzten zwei Stunden so vorstellen, dass Michel A. entweder geschlafen hat oder Musik gehört hat. Und Maria. Okay, Michel hat nicht geschlafen. Das war ein Wecker. Oder welcher Wecker klingelt bei dir um? Okay, nevermind. Oder und Maria und ich über ein Airport-Paar zusammen mit Hamilton oder so gehört haben oder andere Lieder, die wir kannten, einfach wie wild diese Lieder gesungen haben, geschrien. Ja. Performed! Performed ist das Wort, was wir suchen. Und es war einfach überragend, also in unserer Welt klang es überragend. Ich glaube, alle anderen Anwesenden fanden es mittelmäßig anwesend. Aber Michel wurde auch fest einbezogen. Und nein, nein, genau. Danke, danke. Ja, genau. Nee, es war eine wunderschöne Fahrradtour. Ein oder andere der Zufall gesprochen, ja, ausnahmsweise. Genau. Ja, es war eine wunderschöne Fahrradtour. Ich habe es sehr genossen. Ja. Genau. Cool, dass ihr dabei wart. Ja, und das fand ich auch. Genau. Und gerne. Ich habe noch ein Rennrad damit, weil das, was ihr merkt, das war mal. Ah ja, ich weiß, ich habe es erwähnt, dass ihr überhaupt ein Rennrad sucht. Ja, ich suche ein Rennrad, weil das, was die beiden machen, ist kein Sport. Die Berghoch ist einfach nicht anstrengend. Ich bin der Einzige, der sich gut mit den anderen Sporten tut. Ja, genau. Ja.
Sehr schön. Das war's und Michel kommt jetzt nicht mehr nach Hause. Lass mal hier. Genau. Sehr gut, genau. Servus. Servus. Ja, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr solche Videos nicht mehr verpassen wollt, denn das war mit Sicherheit nicht die letzte Tour. Ansonsten kommen jetzt noch ein paar Bilder, die ich jetzt einfliegen lasse. Die könnt ihr nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Genau, und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.